Security, Polizei, Videoüberwacher. Diese Menschen sorgen seit dem Wochenende für die Sicherheit auf dem größten Volksfest der Welt. Nach dem jüngsten Ereignis auf einem Stadtfest in Solingen lastet ein großer Druck auf ihnen. Das Sicherheitskonzept noch strenger als die letzten Jahre. Was das genau bedeutet, wir haben die Sicherheitsmacher des Oktoberfestes mal begleitet. Taschenkontrolle, Videoüberwachung, Metalldetektoren. Tausende Einsatzkräfte sollen dieses Jahr auf der Wiesn für noch mehr Sicherheit sorgen. Wir haben jetzt eine Touristin aufgegriffen mit einem Messer. Ich habe es wirklich nur in meiner Tasche vergessen. Man hat sich hier verdächtig verhalten. Und deswegen haben wir jetzt einfach mal eine ganz normale Personenkontrolle durchgeführt. Wie sicher ist das Oktoberfest? Wir haben die Beschützer bei ihrem Job begleitet. Unser Dreh beginnt direkt hinter den Zelten. Was aussieht wie ein unscheinbarer grauer Klotz, ist die Leitzentrale der sogenannten Wiesnwache. Aus diesem Gebäude koordiniert die Polizei die Sicherheit der Besucher. Mit über 50 Kameras überwachen die Beamten jeden Winkel der Theresienwiese. Entdecken sie auffällige Personen oder Gefahrensituationen, alarmieren sie die Fußstreife. Diese patrouilliert über das Gelände. Immer zu sechst aus Selbstschutz. Team-Einsatzleiter Martin freut sich über seinen Oktoberfesteinsatz. Ja, ich bin sogar sehr gerne Wiesnpolizist. Ich mache das jetzt auch schon seit 10 Jahren, kaum zu glauben. Damals wurde ich dazu gezwungen und wollte das eigentlich gar nicht wirklich machen, weil ich habe mir gedacht, naja, nur betrunkene Menschen und schwierig manchmal. War es dann aber gar nicht so. Es war ein sehr schönes Arbeiten. Die Leute hier sind freiwillig da, die Leute sind motiviert, sie arbeiten miteinander und man ist auch, also der Festbesucher bedankt sich. Mit 600 Einsatzkräften ist allein die Polizei hier präsent. Die Beamten melden sich mittlerweile freiwillig für den Wiesndienst. Oft brauchen Besucher ihre Hilfe wegen Diebstahl, Keilereien oder Verletzungen. Doch seit den jüngsten Anschlägen in Solingen sind die Beamten ständig in Alarmbereitschaft. Während unserer Streife werden Martin und sein Team auf einen jungen Mann aufmerksam gemacht. Sie ziehen ihn zur Seite und führen eine Personenkontrolle durch. Am Schluss darf er weiterziehen. Wir haken nach. Also es war ein ziviles Team hier eingesetzt und die haben eine Person beobachtet, die sich von der Baseline abgehoben hat. Ein bisschen hat sich verdächtig verhalten. Und deswegen haben wir jetzt einfach mal eine ganz normale Personenkontrolle durchgeführt, um zu gucken, ob da irgendwas ist, ob da irgendwas dahinter steckt. Ja. Und da die Wiesn irgendwo ein gefährlicher Ort ist, macht man es lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Mehr Infos gibt's nicht. Aus ermittlungstaktischen Gründen. Die Polizei kontrolliert nicht nur über Video, mit Hilfe von Fußstreifen und Zivilpolizisten. Sogar der Luftraum über dem Oktoberfest wird großflächig überwacht. Mit diesem Wissen geht auch Martin gerne privat auf das Oktoberfest. Auf der Theresienhöhe thront die Einsatzzentrale der Oktoberfest Securities. Verantwortlich für die Eingangskontrollen und rechte Hand der Polizei ist ein privates Sicherheitsunternehmen. Heute im Dienst der 30 Jahre alte Nils Helmers. Für den Wieseneinsatz bekommt der Vollzeit-Security einen Sonderzuschlag. Heute zeigt er uns die wichtigsten Einsatzorte der Wiesn. Auf Nils und seinen Kollegen liegt der Fokus der Öffentlichkeit. Schließlich wurden im Vorfeld strenge Sicherheitsstandards angekündigt. Die Kontrollen dauern etwas länger, aber es ist keine merkliche Verzögerung. Vielen Dank durch die Kontrollen. Es sind die. Dankeschön, viel Spaß. Oh. Schützenumzug. Okay. Die ganzen Ersatzkomponenten gerne anschauen. Ja, selber reingreifen nicht. Alles klar. Am Einlass gibt's klare Regeln. Keine Messer, keine Waffen, keine gefährlichen Gegenstände. Nur kleine Taschen bis zu 3 Liter Volumen sind erlaubt. Ausschließlich Wiesnangestellte und Eltern dürfen Rucksäcke mitnehmen. Besonders auf potenzielle Waffen wie Pfefferspray oder Stichwaffen müssen Nils und seine Kollegen besonders Acht geben. Und das alles in kürzester Zeit, damit es nicht zu Gedränge kommt. Du bist ja schon recht fix, sage ich mal, dabei. Ja, vielen Dank. Ist es denn ausreichend? Okay. Hallo. Die Tasche wieder aufmachen. Ja, man sieht auf den ersten Blick relativ viel. Die Gegenstände sind definiert, was nicht mit aufs Gelände darf. Und man erkennt das relativ schnell. Fühlen sich die Besucher von den Kontrollen gestört? Mich stört es nicht. Erstens habe ich gar keine Taschen dabei. Früher hat man halt noch den Tracht der Messer dabei. Und das haben wir jetzt aber auch schon seit Jahren nicht mehr. Und von daher stört es nicht. Passt.
fühle mich sicher auf der Wiesn. Ja, ich auch. Ich weiß halt, dass ich keine großen Taschen mitnehmen soll und dann nehme ich halt eine kleine mit und die herzuzeigen, das ist mir wirklich kein Problem. Für noch effektivere Kontrollen setzen Nils und Kollegen erstmalig Handmetalldetektoren an den Eingängen ein. Die Scanner sollen verhindern, dass Besucher Messer oder andere gefährliche Gegenstände mit aufs Gelände schmuggeln. Stichprobenartig kontrolliert Nils damit. Nach dem Zufallsprinzip, erzählt er uns. Schlägt der Scanner trotz entleerter Taschen an, muss Nils die Polizei holen. Nur die darf eine Personenkontrolle durchführen. Gibt's eine Strategie dahinter? Wir schauen oder kontrollieren bei untypischen Verhaltensmustern oder auf Zuruf der Polizei die entsprechenden Personen. Wenn jemand sich auffällig verhält, zum Beispiel lange hier schon am Eingang, vor den Eingang ausgekundschaftet hat oder in kurzer Zeit mehrfach rein und raus geht, also einfach Auffälligkeiten, was ein normaler Besucher nicht machen würde. Sollte die Polizei etwas Verdächtiges bemerken, können sie Nils oder andere Beamte alarmieren. Nils ist schon seit 2012 in der Sicherheitsbranche tätig und liebt seinen Beruf. Was für besondere Eigenschaften muss man dafür mitbringen? Ja, einfühlsam, stressresistent und man muss empathisch sein. Man muss einfach mit den Leuten gut sprechen können, mit den Besuchern, mit den Gästen, aber auch deeskalierend wirken können. Gerade wenn Gäste alkoholisiert sind oder aggressiv werden, dass man da deeskalierend einschränken kann. Das Sicherheitskonzept des Oktoberfests ist aber nicht nur reine Manpower. Ohne die richtige Hardware geht's nicht. Um die Theresienwiese ist der Verkehr komplett gesperrt. Riesige Blumenkübel machen die Zufahrten dicht. Zusätzlich schützen ausfahrbare Poller vor Angriffen mit Fahrzeugen. Das komplette Gelände ist umzäunt. Zugang gibt's nur über die bewachten Eingänge. Außerdem überall Kameras und Lautsprecher, durch die Sicherheitshinweise überall hörbar sind. Bei Bedarf kann der Veranstalter sogar Lautsprecher der Schausteller sofort stummschalten. Übrigens, Maßkrüge mitnehmen ist streng verboten. Das ist nicht nur Diebstahl, sondern auch potenziell gefährlich. Das sind das Eigentum der Wirte und deswegen sammeln wir die hier. Und die stellen natürlich auch eine Gefährdung oder ein Verletzungsrisiko dar, wenn man die mit in die U-Bahn nimmt, damit irgendwie angetrunken eine Treppe runterfällt. Damit die Besucher auf dem größten Volksfest der Welt entspannt feiern können, gibt es neben Metalldetektoren, Taschenkontrollen an den Eingängen und Überwachungskameras weitere Kontrollen vor jedem Zelt. Wir machen einen Zwischenstopp in einem der größten Festzelte auf dem Gelände. Fast 10.000 Gäste finden hier Platz. Dort treffen wir Zelt-Security Fabian Frodel. Auch sein Job für Ordnung und Sicherheit sorgen. Wie wichtig das ist, zeigt sein aktueller Fund. Ich hatte vor einer halben Stunde schon mal angerufen wegen der Polizeistreife, wegen dem Messer. Perfekt. Das ist der Haupteingang Ost 2 bei den Holztüren. Direkt am Wiesenzelt vorne, der Haupteingang. Danke, ciao. Genau, wir haben jetzt eine Touristin aufgegriffen mit einem Messer, auch wenn es nur ein Taschenmesser ist. Es ist leider so, dass es hier in München durch die Oktoberfestverordnung ist das Waffenrecht noch mal strenger ausgelegt worden. Das heißt, jeder spitze Gegenstand kann hier als gefährlicher Gegenstand gewertet werden. Und dementsprechend müssen wir agieren und handeln und die Polizei dazu holen. Genau. Sobald die Zelt-Security einen Vorfall meldet, entscheidet die Polizei über das weitere Vorgehen. Ich habe es wirklich nur in meiner Tasche vergessen. Ein gutes Wort einlegen darf, sehr kooperativ, sehr nett, haben mit mir jetzt die halbe Stunde gewartet, ohne Probleme. Also. Nochmal Glück gehabt. Für die Südafrikanerin gibt's nur eine Verwarnung. Das Taschenmesser kann sie sich nach dem Oktoberfestbesuch wieder abholen. Und für Fabian heißt es jetzt rein ins Getümmel und für Ordnung sorgen. Mit Getümmel kennt er sich aus, denn eigentlich ist Fabian Lehrer und kümmert sich im Alltag um seine Schüler. Doch seit über 10 Jahren tauscht er für 2 Wochen im Jahr das Klassenzimmer gegen das Wiesenzelt. An beiden Orten hat er stets die Augen offen. Der Hakan für den Fabi. Im Zelt sind die Sicherheitsbeauftragten immer zu zweit unterwegs. Zur eigenen Sicherheit und um im Ernstfall direkt eingreifen zu können. Beim Rundgang entdecken die beiden eine Gruppe, die sich nicht an die Regeln hält. Seid ihr Deutsch oder Englisch? Englisch? Okay. It is not allowed to smoke here inside. Okay? So please use your cigarette outside, okay? Perfect. Kleindelikte im Vergleich zu manchen Ausschreitungen am Abend, die auch für das Sicherheitspersonal nicht ganz ungefährlich sind. Was hält Fabians Familie von seinem Job?
Die Familie ist zweigespalten. Sagen wir so, meine Mutter natürlich, wie es für sich eine Mutter gehört, ist natürlich so ein bisschen, ah, der Sohn soll aufpassen auf sich. Während hingegen zum Beispiel meine Brüder, mit denen stehe ich immer am Sonntagabend da oben auf der Bühne und feiere mit ihnen. Die feiern das natürlich auch, genauso wie meine Schüler, die sind immer happy. Deswegen. Wenn die Party im Bierzelt endet, geht's für die meisten Gäste schnurstracks zur U-Bahn. Das ist das Revier von Markus Schlechtitzki, Einsatzleiter bei der U-Bahn-Wache. Das Problem? Den Heimgängern kann es oft nicht schnell genug gehen. Also die Hauptherausforderung liegt bei uns immer im Abtransport der Leute. Erst sitzt man 8 oder 10 Stunden im Bierzelt, aber dann kommt es auf 2 Minuten an, die nächste Bahn zu erwischen. Dann bis zum nächsten Mal auf der Wiesn. Wir haben uns hier sicher gefühlt. Auch dank dieser 4 Menschen.